So, moin. Lange ist das her, dass ich ein Neo-Video gemacht habe und deshalb dachte ich, kann ich das mal wieder tun. Worum geht's? Es geht um die Marke Seaskins. Seaskins haben wir schon relativ lange jetzt im Programm. Lange heißt 3-4 Jahre. Und wir werden immer wieder gefragt, was ist denn das eigentlich für eine Marke? Kenne ich gar nicht. Seaskins ist nichts, was, weil das Logo, kann man gar nicht richtig sehen, doch hier. Logo lässt erstmal wenig verraten. Aber es ist eine Marke, die aus England kommt, schon sehr lange auf dem ganzen Neopren-Segment ist und sehr gute und im Preis-Leistungs-Verhältnis auch günstige Anzüge baut. Was ihr jetzt hier seht, ist der neue New Wave Rewired. Rewired ist bisher das Modell gewesen. Ich habe es hier mal hingehängt, was mit so ein bisschen Blau hier daherkam. Und der Rewired bedeutet, man hat einen Anzug mit sehr guten Flex in dem Oberkörperbereich. Und in den Beinen ist es ein bisschen straffer, trotzdem auch von den Millimetern her ehrliche 5, wie man sieht, fast eher 6. Hat eine gute Innenkaschierung und was das Schöne ist bei denen, man sieht es jetzt hier auch in der Silhouette ein bisschen, wir haben halt ein doppelkaschiertes Material, aber so eine Art Glatthautpanel, was hier aufgedampft worden ist. Das bedeutet, wir haben trotzdem keine Verdunstungskälte, aber was man ja von dem doppelkaschierten gewohnt ist, es ist super stabil und haltbar, von wegen Fingernägel rein. Und wir haben halt keine Naht, die dieses Panel halt einsetzt, wo man bei anderen Herstellern oft hat, dass die halt aufgehen, weil natürlich man 5 mm mit 4 mm zusammenklebt und kann natürlich nicht klappen langfristig, dass das Ganze zusammenbleibt. Deswegen ist das hier aufgedampft und es ist, ich würde es jetzt bei einem Glatthaut nicht machen, super stabil, passiert nichts, gibt mal eine weiße Stelle, wenn die im Wasser ist, ist die auch wieder weg. Also eine super coole Lösung. Und vor allen Dingen, was bei dem halt super schön ist, der Frontzip, klar, ganz bekannt, wie das so funktioniert. Der ist auch angenehm, wie bei Excel zu öffnen, dass er quasi nicht zum Einfädeln ist. Und das viel Wichtigere, weil es einige Hersteller gibt, die, ich mache das hier einmal zurück. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Warte. So. So, dass die hier oben am Hals, an der Naht quasi sequentiert sind. Das nennt sich Irish Closure. Und das hat den Vorteil, dass sich diese beiden Teile zueinander besser öffnen lassen. Ich zeige euch das mal hier bei dem nicht angezogenen Modell. Das heißt, wir haben hier so das Ganze überlappt genäht, sodass sich diese Bereiche vor allen Dingen auch im Nacken weiter auseinanderziehen lassen, ohne dass gleich die Grundspannung da ist. Bei anderen Neos mal bewusst angeschaut hat, der sieht, dass das hier als ein Teil eingenäht ist und die Dehnung komplett aus diesem oberen Randbereich aus einem Teil rauskommt. Und durch diese facettenartige Zusammenführung hier hat man mit viel weniger Kraftaufwand mehr Möglichkeiten, da rein und rauszukommen. Heißt, ausziehen wesentlich entspannter. Anziehen ist ja meistens sowieso nicht so das Riesenproblem, aber beim Ausziehen ist es halt wirklich schön. Die Arme, wie gesagt, sind auch in diesem etwas changierenden Material gesetzt. Die sind etwas dehnfähiger als die Beine. Dieser jetzt hier, der New Wave, also der Nachfolger von dem in Anführungszeichen normalen Rewired, ist auch jetzt die neue Version von dem Hersteller Shaiko. Viele Hersteller werden da jetzt auch folgen. Und zwar ist es ein Ökoneopren. Ökoneopren bedeutet zum einen schon, als ich die Kartons ausgepackt habe, dachtest du, was stimmt hier nicht? Weil ihr kennt es, jeder, der in einen Surfshop geht, denkt erstmal, oh, das ist ein Surfshop, hier riecht es nach Neopren. Dieser Geruch wird jetzt nach und nach tatsächlich verschwinden, weil das Neopren jetzt quasi biobasiert ist. Also hier sind jetzt maximal noch recycelte Anteile drin. Ansonsten wird jetzt das Neopren bei den meisten Herstellern weiter mit Gummibaum, mit Austerschalen und so weiter halt zusammengemischt, um dieses Material rauszubringen. Es ist offiziell etwas weniger dehnfähig, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich diesen jetzt hier vergleiche mit dem Vorjahresmodell, spüre ich das noch nicht. Was wir aber immer häufiger haben, dass wir Kunden haben, die halt herkommen und sagen, guck mal, ich fahre jetzt hier 2 Stunden und dann fängt das hier an, da kriege ich so rote Pickelchen und in den Kniekehlen und da unter den Achseln. Das heißt, diese ganzen Weichmacher, die im Neopren drin sind, auch von den neuen Generationen, reagieren dann schon immer häufiger mit der Haut. Warum auch immer, ist halt so.
Und das wird jetzt bei diesen Neoprenanzügen ziemlich sicher weniger, weil halt nicht mehr diese erdölbasierte Grundsubstanz in das Neopren eingearbeitet wird. Genau, wer Bock hat, wir haben die Dinger da. Wir haben auch parallel, wer sagt, wir sind jetzt hier halt in einem Bereich von 375 Euro. Das Ding gibt es auch noch eine Stufe drunter. Das wäre dann der Session. Der Session ist ein Neoprenanzug, wie ihr schon seht. Der hat nicht dieses aufgedampfte Material. Die Inkaschierung ist etwas weniger hochwertig. Dehnfähigkeit im Beinbereich ist ähnlich. Aber er hat dann, ich öffne es mal, hier oben das klassisch in dem vorderen Bereich, wie man es kennt. Hinten ist es auch einfach rumgenäht, aber er ist sehr großzügig in dieser Aussparung. Das heißt, das Material ist sehr weich und es ist auch nicht abgekettelt oder abgenäht. Das heißt, der An- und Ausstieg ist trotzdem entspannter als bei anderen Herstellern. Und dafür sind wir halt dann in einem Preissegment um die 250, 280 Euro, je nach Dicke. Also, ich habe mich reingepellt, habe mich zum Affen gemacht. Wer Lust hat, kann vorbeikommen, die Dinger gerne Probe anziehen. Und dann schauen wir mal, wie das Ding bei euch so passt. Vielen Dank.